17 Krankenhäuser, mehr als 100 teilnehmende Haus- und Fachärzte und knapp 160.000 eingeschlossene Patienten. Das ist die positive Bilanz des Innovationsfonds-Projekts Stellnet at NRW. Nach Ablauf der dreijährigen Förderphase wurden im Januar die ersten Evaluationsergebnisse vorgestellt. Sie zeigen, Patienten der Intensivmedizin und Infektiologie profitieren deutlich von Telemedizin. Für Universitätsprofessor Dr. Gernot Marx ein Grund zur Freude. Wir sind alle total begeistert, ich natürlich insbesondere. Es war ja ein Riesenprojekt, lange Vorplanung, die ganze Durchführung, so viele Menschen, so viele Dinge, die man immer dann auch auf das Ziel ausgerichtet hat. Und jetzt haben wir die Ergebnisse und die sind wirklich phänomenal. Also wir haben eine sehr robuste Evidenz von Europas größtem Telemedizinprojekt, dass wir durch Telemedizin sektorenübergreifend die Behandlung um ein Vielfaches verbessern können. Das ist einfach toll. Zentrales Element des sektorenübergreifenden telemedizinischen Netzwerks ist eine gemeinsame digitale Infrastruktur, die sichere Audio-Video-Verbindungen zwischen den universitären Experten, den Kooperationskrankenhäusern und zwei Praxisnetzwerken ermöglicht. Schnell und datenschutzkonform können so Informationen und Dokumente ausgetauscht und in regelmäßigen Schulungen, strukturierten Televisiten und Konsilen rund um die Uhr an 7 Tagen der Woche besprochen werden. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Meine Erwartung war tatsächlich, Diagnostik und Therapie zu optimieren und im Prinzip eine Sicherheit für mich, aber auch für meine Patienten zu erreichen. Und das hat ja stattgefunden. Also ich denke, dass schon die Behandlungsweise sich verändert hat, die entwickelt sich ja auch. Und einfach das Zulassen des Vier-Augen-Prinzips ist sicherlich ein großer Fortschritt und man kann nur gewinnen. Der Arzt in der Therapie, Sicherheit, der Patient in der Versorgung. Also von daher ist das sicherlich eine gute Möglichkeit. Mit besonderer Spannung wurde der Vortrag von Professor Dr. Wolfgang Reiner, dem Leiter der Projektevaluation, erwartet. Sein Fazit: Die Ergebnisse der Analysen sind vielversprechend. Ja, zunächst einmal ist sehr erfreulich gewesen, dass wir kein Rekrutierungsproblem haben. Es sind über 160.000 Patienten eingeschlossen worden, dafür ein ganz großer Teil im ambulanten Bereich, aber immerhin auch 10.500 Patientinnen und Patienten im stationären Bereich. Ein weiteres positives Ergebnis: Mithilfe von Telekonsilen steigt für die Patienten im ambulanten, aber auch im stationären Bereich die Wahrscheinlichkeit, dass sie gemäß den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie behandelt werden. Und auch bei der Vermeidung unnötiger Antibiotikagaben zeigen sich positive Effekte. Deutliche Verbesserungen lassen sich nach der Auswertung auch im stationären Bereich bei der Versorgung von Patienten mit bakteriellen Infektionen oder mit einer Sepsis belegen. Was bedeutet, eine frühzeitige telemedizinische Unterstützung kann im Zweifelsfall Leben retten. Speziell im stationären Bereich, dass wir beim Staff Aureus eine wesentlich höhere Compliance mit den Vorgaben, die sich bei den Choosing Wisely-Kriterien ergeben haben, dass wir auch im Bereich der Sepsisbehandlung bessere Compliance haben feststellen können in der Behandlung im Vergleich von Kontrolle und Intervention. Und dass wir auch bei den Bundeln, also bei den Vorgaben, die etwas detaillierter noch für die ersten 3 Stunden, für die ersten 6 Stunden gemacht wird, dass wir dort also wesentlich höhere Compliance hatten in der Gruppe, die Televisiten hatte, als in denjenigen, die zur Kontrolle gehörten. Die Akzeptanzbefragung bei den Patienten verlief durchweg positiv. Insgesamt habe ich sowohl bei Patienten, aber insbesondere auch bei Angehörigen immer wieder gehört, dass das eben nicht als Schwäche aufgefasst wird, wenn man sich Hilfe holt oder sich austauschen möchte, sondern das wurde eher als Stärke gesehen. Auch bei den Ärzten ist die Akzeptanz für den Telemedizineinsatz hoch. Also wir haben allein bei MUM 95% Beteiligungsquote. Bei den Netzen haben wir das Prinzip der Freiwilligkeit. Also an Projekten kann man teilnehmen, muss man aber nicht teilnehmen. Aber das Thema hat alle so berührt, dass sie gesagt haben, wir sind dabei und wir springen sozusagen ins kalte Wasser und probieren es einfach mal aus. Also Respekt hatte ich schon und natürlich hat man die Befürchtung, das geht hier jetzt von top down, sozusagen wir sind unten. Aber so war das nie, das war immer auf Augenhöhe. Ich habe im Laufe der 3 Jahre die Kollegen kennengelernt, jeden Morgen sozusagen haben wir diskutiert. Das war freundschaftlich, das war offen, ich habe nichts zu verbergen und ich hatte im Prinzip, je länger das Projekt lief, immer das Gefühl, hey, wir machen einen guten Job und ich kann mich abstimmen.
ja, das war ein Gewinn, absolut. Für Barbara Steffens, Leiterin der TK-Landesvertretung NRW, geht es nun darum, die aufgebauten Strukturen zu sichern und zu erhalten. Also wir werden sehr intensiv diese Evaluation auswerten müssen. Wir müssen gucken, was sind die Sachen, die wir auf jeden Fall in der Regelversorgung schnellstmöglich übertragen sehen wollen. Wir müssen in Nordrhein-Westfalen dann genau prüfen, ist das mit dem virtuellen Krankenhaus, was ja das Projekt der Landesregierung ist, umsetzbar. Wir werden aber auch sehen müssen, wo ist es vielleicht gar nicht so sinnvoll und wo müsste man vielleicht noch Veränderungen haben. Telnet at NRW hat gezeigt, dass die medizinische Expertise per Mausklick gerade in der Intensivmedizin und Infektiologie zu einer deutlichen Verbesserung der Versorgungsqualität führt. Die Ausweitung auf andere Krankheitsbilder ist nur ein nächster logischer Schritt. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass es bei den seltenen Erkrankungen extrem hilfreich sein kann, dass man eben hier auch über große Distanzen zum Teil ja den Experten zu den Patienten verbinden kann. Auch bei chronischen Erkrankungen, die Langzeitverfolgung dann in der Betreuung, in der ambulanten Versorgung. Also hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und deswegen ist auch gerade wieder besonders gut, dass Telnet so ein Riesenerfolg geworden ist. Weil damit haben wir jetzt die Basis geschaffen, damit wir dann die zukünftige Gesundheitsversorgung aktiv gestalten können als digitale Versorgungsnetzwerke. Und dann sind eben diese beiden die ersten Indikationen, aber viele weitere werden folgen, da bin ich mir sehr sicher.